Mr. Mystery hat wieder zugeschlagen. Ja, der liebe Sven hat mir überraschenderweise Post zusenden lassen. Ja, ich habe gerade eben das gehabt. Der Paketbote war an der Tür und da steht er mit einem Paket. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Und ja, herzlich willkommen erstmal, dass ihr und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Mystery Unboxing. Ja, was hat mir Mr. Mystery hier eingepackt? Das seht ihr gleich. So, das Paket sieht voll aus. Leider hat es hier irgendwie eine kleine Delle bekommen oder ist hier ein bisschen eingedrückt. Ich hoffe, es ist nichts kaputt gegangen. Ja, ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich sagte, was drin ist. Ich schneide es einfach jetzt vorsichtig auf. Es ist gut verklebt, aber es ist trotzdem nicht gefeit der Gewalt der Mist der Paketboten. Ich meine, wir wissen alle, dass es immer wieder ein Abenteuer ist, wenn man etwas versendet, ob nun Brief, Büwer, Großbrief oder was auch immer. Ja, so. Ich packe es aus. Na, kommt. So. Es ist aufgeschlitzt. Und mich erwartet als erstes Verpackungsmaterial. Na gut, ich stelle es mir erstmal hier vorne hin, damit ich einfach so, na gut, das Messer lege ich zur Seite, damit ich, falls ich noch was auspacken muss, das griffbereit habe. So, Verpackungsmaterial. Verpackungsmaterial, was an der Box am Klebeband klebt, zur Seite. Verpackungsmaterial und Verpackungsmaterial. So, was sehe ich als erstes hier drin? Ein Cover. Von Need for Speed The Run Limited Edition. Richtig, nicht schlecht. Einem Zettel mit einem Code drauf. Oder diesem Strichcode, damit es nicht piept. Und dann habe ich hier einen, ich mache mal von, on, aktiviere den Online-Pass von Need for Speed The Run. Nicht schlecht. Ja, gut. Mal sehen. Das ist zur Vervollständigung. Hier ist so eine ja, allgemeine Anleitung für Need for Speed The Run. Ja, okay. Mal sehen, wie es weitergeht. Ja, komm, ich will es mal da reintun, damit wir das Cover sehen können. So, lege ich mal hier hin. Und das nächste, was ich sehe, das ist auch schon teilweise offen, aber auch nicht schlecht. Ein Petzständer mit Darth Vader. Ja, komm. Darth Vader geht immer. Es ist, der ist hier auch gecrackt schon. Ja, komm, dann machen wir ihn auf. Komm, dann machen wir ihn auf. Also wenn hier unten die Süßigkeiten fehlen auch schon, dann schneide ich das Plastik mal auf. Komm, ein Mate-Unboxing, meine Art. Ne, bei so einem Patchständer. Komm, kann das die Backkarte will ich noch retten, so bin ich ja eben. Ne, komm. Die ist auch schon hier geknickt. Da gehen wir da unter. Unter das Plastik. So, jetzt haben wir es richtig gemacht. Komm. Jetzt unboxen wir ihn fresh. Einen Patchständer mit Darth Vader. Und der sieht richtig geil aus. Also. Gut, Messer brauchte ich noch. Doch noch. Hier sehen wir, guckt euch dann an, der Kopf, der sieht mega aus. Also das ist wirklich richtig cool. Ist noch nicht ausgeleiert, ihr kennt es ja, man hat sozusagen den Kopf bewegt. Dann kam ein Bonbon raus, aber der sieht richtig gut aus. Das ist richtig cool. Stellen wir auch hier gleich hin. Und was haben wir dann noch Schickes? Oh, hier ist überraschenderweise was drin eingepackt. Das habe ich hier. Ein Transformer, aber es ist kein Transformers von Hasbro, sondern das müsste von Simba Toys sein. Das ist dieser Jet. Ist hier, glaube ich, ein bisschen rausgerutscht. Er ist nicht
im perfekten Zustand, aber man sieht den auch nicht so häufig. Richtig interessant, richtig cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die sind etwas empfindlicher, weil die sind jetzt nicht so qualitativ hochwertig gemacht wie eben halt die von Hasbro. Dann habe ich hier sogar einen, noch einen kleinen Transformer. Das ist ein Teil eines Pretenders, sozusagen der Pretender selbst. Auch nicht schlecht. Cool, das ist gut. Cool. Sowas, der bleibt auf jeden Fall in meiner Sammlung, weil mega. Ja. Fällt er mir aus der Hand. Absolut cool, absolut cool. Ja, ihr seht schon, ne, von allem was dabei. Und ich habe ein Unboxing gemacht. Was ist mein erstes Unboxing wahrscheinlich? Hier mit dem Darth Vader. So, weiter geht es. Ich sehe hier Hörspielkassetten. Und zwar die schönsten Märchen. Tischlein deck dich und Rotkäppchen. Die kenne ich gar nicht. Interessant, wirklich sehr interessant. Und dann, ja, das ist was für meine Nichte. Das ist, also die werden wahrscheinlich auch an meine Nichte gehen, aber hier, Gute Nacht, Bert, Sesamstraße, das ist was für meine Nichte. Die ist in dem richtigen Alter. Die wird sich sehr drüber freuen. Und da wird auch noch Hörspiel gehört. So, was habe ich hier? Ja, das ist natürlich was für mich. Wer zuletzt sagt, Batman. Batman und nicht zurückgespult. Das ist doch nicht schön. Mit, hier steht, mit Batman-Sticker. Ich glaube, wenn die Batman... Ja, also, man guckt rein. Also, der Batman-Sticker ist nicht drin. Entschuldigt, kurz. Das war Live-Unboxing. Ausboxing. Ja, also hier, wer zuletzt lacht, Batman-Hörspiel, richtig gut. Ich habe die wirklich eigentlich noch nicht gehört. Ich habe mehrere davon mal gehabt und nie gehört. Die sind, glaube ich, inzwischen auch auf CD erschienen, aber muss ich mir echt mal antun. Habe ich noch nicht gemacht. So, ich sehe hier noch weitere Hörspiele. Was ist das denn hier? Nee, das ist noch ein Hörspiel. Ja, das geht auch an meine Nichte, Ernie und Bert. Komm, das passt doch perfekt zu ihr. Dieses Hörspiel, das ist eins meiner Zeit. Gefahr aus dem All, Jan Tenner. Obwohl, das Cover kannte ich noch nicht. Also das Cover-Motiv, ja. Hier seht ihr das. Aber es ist etwas anders aufgebaut als das, wie ich kenne. Muss eine spätere Auflage sein, als ich habe. Die Hülle muss mal ausgetauscht werden. Die ist kaputt. Aber das ist nicht. Das ist Kleinigkeit. Aber auch richtig cool aufgemacht. Ja, diese Art Design hatte ich noch nicht. Eine neue, schöne Hülle rum. Und dann sieht das wieder mega aus. Jan Tenner. So. Und das, was ich dachte, es ist eine Kassette, ist ein C64-Spiel. Neutral Zone. License to Thrill. Americana Software. Interessant. Interessant. Da muss ich mal gucken, wie das Spiel aussieht. Da ich das jetzt automatisch, oder was heißt automatisch, weil ich das gerade nicht kenne, aber da werde ich mir das jetzt mal angucken und ihr werdet jetzt ein paar Bilder sehen, ob es ein kleiner Shooter ist, ob es ein kleines C64 RPG ist. Auf jeden Fall auf der Datasette. Mega cool. Danke, danke, danke. C64-Spiele findet man nicht mehr alle Tage, sage ich ganz ehrlich. So, weiter geht es. Ich habe hier noch ein paar Sachen. Ist hier echt, echt verrückt. Ey, du bist echt verrückt, Mr. Mystery. Echt verrückt. Wahnsinn. Was ich jetzt hier weiter sehe, ist ja mega. Und Blu-ray hier und nur Top-Filme. Und zwar habe ich hier jetzt einmal, obwohl das ist, kann ich nicht sagen, ob es ein Top-Film ist, den kenne ich überhaupt nicht, Stitches. Böser Clown ist jetzt ein Horrorfilm. Ich muss zugeben, Horror ist nicht ganz mein Fall. Deswegen weiß ich nicht, ob ich den überhaupt gucken werde. Aber trotzdem super geil. Ich bin da mehr bei den klassischen Filmen. Auf jeden Fall hier ein absolutes, ja, mega, ein Megafilm eigentlich. Ne? Hat auch seine Oscars verdient. Django Unchained. Ich
muss zugeben, Tarantino, ich werde nicht mit jedem seiner Filme warm, aber den fand ich gut und Christoph Waltz, verdiente Oscar. Aber überhaupt, alle haben mega gespielt da. Also das ist ein Mega-Film. Auch ein richtig großartiger Film. Ich muss zugeben, ich glaube, den habe ich noch auf DVD. Den habe ich noch nicht abgegradet. Aber im Endeffekt ein absoluter Kultfilm mit Morgan Freeman, Brad Pitt und Gwyneth Paltrow und Kevin Spacey. Welcher Film mag das sein? Na, ich gebe euch noch ein paar Sekunden. Sieben. Die sieben Todsünden. Mega geiler Film. Ja, und hier ist ein Film, den kenne ich noch nicht, aber den werde ich mir auf jeden Fall angucken, weil ich bin ja ein Anime-Fan und ich habe von Naruto The Movie The Last. Richtig cool. Naruto bin ich nicht komplett drin im Gebiet, ich bin eher der One-Piece-Gucker, aber ich finde die teilweise auch sehr, sehr spannend. Und das werde ich mir auf jeden Fall angucken. So. Das habe ich noch zwei weitere Filme. Auch ein Klassiker, auch wenn es ein Trash-Klassiker ist, aber es ist ein 80er-Jahre-Klassiker. Red Scorpion, Dolph Lundgren. Allein das Cover ist ja mega, ne? Mega. Naja gut, da ist nichts drin. Hier seht ihr, das ist typische Aufmachung. Ich habe irgendwann einen anderen Film von ihm vor kurzem mal mitgenommen. Auch richtig, richtig interessant. So, und das passt mir ganz gut. Er kann es nicht lassen, Heinz Rühmann in, also Er kann es nicht lassen, ist der Titel des Films. Und zwar Pater Brown als, ja, Heinz Rühmann als Pater Brown. Und das Witzige ist, ich habe jetzt gerade in letzter Zeit sehr viele Hörspiele oder Krimi-Hörspiele gehört. Und zwar auch von Pater Brown. Und das passt mir gut, dann habe ich endlich mal einen Film von Pater Brown, den ich mir angucken kann. Mega, freue ich mich. Ist wirklich in Schwarz-Weiß, ist also wirklich Klassiker und Heinz Rühmann ist halt eine Legende. Ist eine absolute Legende. So, dann sehe ich noch zwei weitere Figuren, Actionfiguren. Eine ist hier verpackt, die ist so, das kann ich noch nicht beurteilen, was das ist. Das ist spannend. So, hier haben wir noch eine Figur. Es könnte ein VR-Trooper sein. Ein VR-Trooper. Nicht schlecht. Davon habe ich noch gar nichts, aber ich kenne die Serie, ist auch, glaube ich, wenn das VR-Trooper ist, das ist ja von Bandai. Ist das Bandai? Ne, Kenner. Hier steht Kenner drauf, China. Aber Saban. Ja, ja, es ist durchaus möglich, dass das VR-Trooper ist. Auch so eine ähnliche Serie wie Power Rangers. Na, steht da? Ne, nicht wirklich. Der muss ich hinlegen. Ja, und dann schauen wir uns mal an, was für eine Figur das ist. Im ersten Blick. Ah! Ein Bein. Ist abgefallen. Das muss wieder reingebaut werden. Das ist jetzt nicht gebrochen. Das ist nur irgendwie. Irgendwie muss das hier wieder reingeschraubt oder reingeklemmt werden. So ein Troll, aber ich kann jetzt nicht sagen, was der sonst nachbildet, aber richtig cool. Das Bein ist da, das ist hier wirklich nicht rausgebrochen, das ist wirklich nur hier müsste reingeklemmt werden. Ich müsste das jetzt auseinandernehmen und sollte kein Problem sein. Wenn es einmal abgegangen ist, sollte es auch wieder reingehen, aber richtig interessant. Ich bin bei den Trolls auch nicht so tief drin in dem Gebiet, aber richtig cool. So, dann sehe ich hier noch einen Filmklassiker. Ja gut, den habe ich aber auch schon, Rocky, eine richtig schöne Edition. Rocky 1, absoluter Klassiker, mega, mega Film. Kann man ja wirklich nicht anders sagen. So, jetzt sind hier noch, ich sehe zwei Sachen, mal sehen. Und zwar habe ich hier ein PC-Buch, Commodore PC, GW Basic, Deutsch. Nicht schlecht. Das ist ja schon kultig. Commodore für mich ja wie durch C64 ein absoluter, ja, mega Computer. Ja, ne? C64, ich bin C64-Kid. Und ich habe gerade gesehen, da ist noch eine Actionfigur zwischen. Keine Ahnung, wer das ist. Aber nicht schlecht. Das ist eine WWF-Figur. Könnte es sein, ne? Sieht fast so aus. Ich
bin nicht so im Wrestling komplett drin mit den ganzen Figuren. Hier seht ihr das W, das ist von Legion of Doom, nicht schlecht. Könnt ihr mir auch mal unten in die Kommentare sagen, habt ihr mal was zu erzählen? Ich bin gar nicht so der Experte in dem Ganzen. Die Figur hat auch schon seine Kämpfe hinter sich. Aber ja, fürs Regal ist das doch immer noch cool. Absolut kultig. Nicht schlecht. Wahnsinn. Mr. Mystery, was hast du mir da alles an coolen Dingen eingepackt? Ich bedanke mich schon mal herzlich dafür. Was sagt ihr, Leute? Das ist doch Wahnsinn. Und jetzt habe ich mir eine Sache immer zur Seite geschoben, denn das ist auch eins der Highlights wirklich drin. Denn das finde ich mega. Und hier habe ich eine Promo. Und ich stehe ja komplett auf Computerspiel-Promos. Und interessant ist, das Cover hier ist nicht ausgeblichen. Normalerweise wird das Cover so ein bisschen weniger farbig gemacht bei den Promos. Hier ist es nicht der Fall. Und zwar ist das von dem Spiel Second Sight Limited Edition. Ihr seht Promotional Copy Only. Richtig cool. Ich weiß jetzt nicht genau. Ein packendes paranormales Abenteuer. Mit USK. Richtig cool. Schauen wir da mal rein. Hat sogar ein Handbuch dabei. Ich sag, bei Promos ist das seltener der Fall. Aber hier seht ihr von Codemasters Second Sight Promo-Disc. Mega. Das wird auf jeden Fall einen schönen Platz in meiner Sammlung haben. Gerade weil ich auf Promos ja wirklich, ja, ich sammle sie zurzeit explizit etwas mehr. Ja, die Box, die Mystery Box ist leer. Das war's. Ihr habt heute die volle Ladung von Mr. Mystery gehabt. Ich bedanke mich, lieber Sven. Danke dir. Ja, du bist mein Mr. Mystery. Du überraschst mich, du begeisterst mich. Es ist echt Wahnsinn, was du hier wieder für mich zusammengestellt hast. Wow, es ist fast nicht möglich, mich zu komplett zu referenzieren. Ich bin schon am gucken, was ich für dich haben könnte. Und es ist schwer, weil ich weiß, was du sammelst. Und ich habe davon nichts, weil ich diese Sammelgebiete einfach nicht mehr besitze. Und ich genau anders bin. Aber ich werde irgendwas finden. Ich werde da was finden und ich bin mal gespannt, was ich dir da zusammenpacken, was ich dir packen kann. Ich halte immer ständig die Augen offen. Ja, also wie gesagt, vielen, vielen Dank, Mr. Mystery, Sven. Das war Hammer. Ja, und was sagt ihr? Liken, teilen, abonnieren, das ist logisch. Aber auch kommentieren. Ey, jetzt seid ihr gefragt. Erzählt mir, was ist das, was sagt ihr dazu? Ist Mr. Mystery nicht ein Megatyp? Daumen, Doppeldaumen hoch, ne? Ja, ich bin jetzt sprachlos. Ich mache jetzt hier erstmal ein Glas Schiff, denn ich habe hier das Verpackungsmaterial runter auf den Boden geschmissen und ihr genießt noch mal ein paar Bilder über die tollen Sachen, die er mir eingepackt hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Und Sven, Mr. Mystery, beste Grüße.